So, hallo und zu einem neuen Video und heute gibt es mal wieder ein Video aus meiner kleinen Serie 5 Bautipps, wie du dein Haus verbessern kannst. Und ähm, es muss nicht zwangsläufig im Haus direkt sein, es kann auch außerhalb des Hauses sein, es kann im Garten sein, alles, was drum dazugehört, also generell Bautipps, da sind wir richtig. Und ja, wer die letzte Folge nicht gesehen hat, die werde ich wieder verlinken per Infokarte, einfach da mal reinschauen und ähm, hier gibt es ein paar Sachen zu sehen, die wir das letzte Mal entdeckt haben, gebaut haben. Von Badezimmern bis Küchen bis sonst irgendwas, bis ja, Geländern und so weiter und so fort. Und schaut da mal rein. Da gibt es viele Sachen zum Entdecken. So, für heute gibt es wieder fünf neue Dinge. Da werde ich mal etwas nach hier drüben gehen oder so was Neues bauen. Und dann schauen wir mal. Ich hoffe mal, die Sachen sind euch oder sind hilfreich für euch. Und äh, ja, ihr könnt es nachbauen. Dann los geht's. So, der erste Tipp für heute. Wir nehmen mal an, wir haben ein typisch städtisches. Haus gebaut mit einem Flachdach. Wenn ihr mal so überlegt, so ja, so ein New Yorker Haus in der Stadt, die haben ja beispielsweise auch keine Dächer, die schräg sind, sondern also einfach Flachdächer, wo oben teilweise Gärten und ähnliches drauf sind. Wie man diese zum Beispiel dekorieren kann. Ich habe jetzt einfach mal ganz blöd so einen fetten Stumpen hier gebaut. Stellt euch vor, das wäre einfach jetzt das, der, das Dach eines Hauses oder eines das Flachdach eines Stadthauses oder eines, na, wo in ein vielleicht, würde ich auch noch gelten lassen. Also, da ist schon ein Helikopterlandeplatz drauf, aber hier beispielsweise. Also, äh, es gibt ein paar Geschichten, die man ganz nützlich machen kann. Und zwar Belüftungsschächte, in Anführungszeichen. Meistens haben diese ja dann die Entlüftung, Belüftung oben am Dach, wo dann die ganze Luft rauskommt, reinkommt, bla, bla, bla. Und ja, das kann man äh, recht easy machen, einfach. Ich würde immer, wenn es um Metallschächte und ähnliches geht, Vielleicht mal ähm, Eisenblöcke nehmen, weil das sieht so aus, als ob es halt Metallrohr wäre oder sowas. Und da kann man einfach so einen Würfel oben drauf setzen, sieht aus wie so ein Lüftungskasten. Und wie kriegt man jetzt aber hin, dass das aussieht, als ob so ein Ventilator bläst? Indem man ganz klassisch hier oben Schienen benutzt. Und dann kriegt man so ein Rad raus, was ein bisschen so aussieht wie ein Ventilator. Wenn man von oben drauf guckt, da. Also, ob der sich da einmal dreht und, naja, also Belüftungssystem. Um es vielleicht noch etwas cooler zu gestalten, kann man es auch noch größer machen, beziehungsweise eine, ein Rohr verlegen, was jetzt, also nicht eins kommt von unten, ein zweites Rohr kommt jetzt von dieser Seite und geht dann irgendwie jetzt hier in den Boden oder so rein, sowas. Ja, also könnte man eventuell auch noch machen. Ich weiß noch nicht, ob das Lab so cool aussieht. Vielleicht kann man nehmen, aber das, jedenfalls, das nach unten geht. Okay. Das wäre zunächst mal die eine Sache zum Thema Belüftung. Ansonsten auch äh, solche Häuser in der Stadt haben vielleicht irgendwelche Schornsteine und sonstige Ausgänge. Da kann man ja mal mit Bricks ebenfalls was machen. Entweder etwas kleiner, so wie hier, oder halt auch nochmal groß. Ich würde sagen, etwas kleiner reicht fast auch schon aus. Und da kommen Flowerpots drauf, die ebenfalls in der Farbe sind. Dann sieht das aus, als ob hier so Kupferrauch oder irgendwas von unten hochkommt. Und hier würde dann schwarzer Rauch aussteigen. Wer ganz witzig sein will, der kann dann noch mit Commands Particles machen, so schwarze Partikel, also, das hier brennen würde. kennt das ja auch, diese schwarzen Rauchpartikel oder so. Kann man drüber machen, dann würde das hier ebenfalls rausgehen. Und vielleicht irgendwie, wenn man es denn hinbekommt, ich weiß nicht, ob man das hinbekommt, eine Art, keine Ahnung, Satellitenschüssel oder irgendwelche Empfangsantennen oder irgendwie sowas. Kann man sowas hier vielleicht machen. So zwei parallele Stäbe, die so hochkommen und irgendwie so ein, so ein Teil noch dran an, was nach oben geht. So könnte man durchaus das städtische Dach etwas beleben. Man kann halt gucken, dass man irgendwie im Boden noch was reinzieht, ein paar kleine Details machen. Vielleicht kann man irgendwie noch zusätzlich, habe ich jetzt hier leider nicht mit drin, ich tue mal die Teile weg. Auch noch folgendes machen, dass man irgendwie dann hier raus kann mit einer Tür, als ob das jetzt dieser Zugang zum Dach wäre. Ja, gut, na, vielleicht kann man das ja dann mit Bricks machen, nicht unbedingt mit Cleanstones, aber dass du hier dann hochkommt, weil ich mir der Leiter klärt das so hoch. Hier vorne ist dann eine Tür drin, meinetwegen. Kann man auch eine Iron Door nehmen. Hätte ich jetzt mal ganz blöde gesagt. Und dann kann man hier raus praktisch aufs Dach. So, dass man unten jetzt hochkommt und hier geht es halt dann raus. Ja. Ausgang aufs Dach, dann ist hier von der Schornstein muss rausgeht hier ist halt die Belüftung und meinetwegen irgendwie hier an der Seite kriegen wir auch noch so schräg ja sowas hier eine Antenne oder so dran, dass keine Ahnung der Fernsehempfang für die Leute unten geliefert ist. Aber das wäre so ein kleiner Tipp noch von mir. Ich weiß nicht mal gucken, wie viel noch ins Video reinhauen, aber theoretisch sind das ja schon <laughs> drei Tipps mehr oder weniger. Weiter geht's mit der nächsten Sache. Dann als nächstes auf der Liste eine kleine, aber feine Hecke oder ein schönes Heckendesign für die Abgrenzung des Grundstücks, beziehungsweise vielleicht für auch einen Parkplatz oder sowas, wo du die Karre hinstellst zur Straße oder zum Außerhalb. Zu, zu, zu anderen Häusern und so weiter und so fort, dass man halt von vorne was Nettes hat. Vielleicht kann man ja vorne mal ein Gate machen, wo man durchgeht, aber das Heckendesign an sich würde ich ebenfalls mal zeigen. Kann man natürlich auch variabel groß machen. Wenn man jetzt hier so Parkplätze seid wie ich, zum Beispiel bei der Kiste, die ich mir mal gebaut habe, dann kann man sich hier die ähm, Größen etwa abmessen. Hier an der Stelle und hier an der Stelle, also einfach das symmetrisch mal zum Parkplatzstreifen dann passt, kann man einen Brick setzen. Und dann, ich arbeite irgendwie ziemlich gern auch in letzter Zeit mit Potzowel, weil das A-Block sieht man nicht oft, B bringt man eher ja ein Farberspiel und C ist so ein bisschen eher dreckiger oder brauner wie unter so einer Hecke, weißt du, wo vielleicht, ja, wenn vielleicht Tannenbäume in der Nähe stehen, dass da die Nadeln runterfallen und einfach unter der Hecke ist, da, da wächst kein anderes Gras meistens, sondern die ist eher ein bisschen... Alleine stehen. Da fällt ja kein Licht von oben drauf, sondern dass außer der Hecke mit Größen als nichts anderes wachsen kann. Und dazu erstmal eine Reihe Potzol hinsetzen. Machen wir einfach mal. Überall eine Reihe Potzol hin. Drei Potzol hin. Gut. Und davor brauchen wir jetzt Stairs. Stairs. Aber nicht da, wo hier die Lücke ist. Stairs. So, und da, wo die Lücke ist, machen wir einfach einen kleinen Cobblestone-Wall-Dings, so eine kleine Abgrenzung zwischen den beiden Teilen. Tada! Okay. So viel dazu. Ja, kann man schon was anfangen. Aber jetzt kommt natürlich das Highlight. Wir können Blätter nehmen. Je nachdem, wir könnten auch theoretisch, wenn bei Pot soul sogar Spruce Leaves nehmen. Die sind ganz angenehm. Ob jetzt hell oder dunkel wird, ist egal eigentlich für die Art der äh, Ihr müsst euch überlegen, ob es 2 hoch oder 3 hoch macht. Für den Anfang manchmal ich mal 2 hoch, weil das reicht auch noch okay. Kann kein Spieler drüber gucken. So wie der Spieler selbst letzten Endes. So, und äh, ja, damit hätten wir eine kleine Abgrenzung. Ich bin noch überlegen, je nach Geschmackssache kann man damit halt noch Slabs draufsetzen. Muss man halt gucken. Oder wer ganz fein ist, wenn es etwas Vornehmeres sein soll, dann würde ich keine Steinslabs nehmen, sondern ich würde Quarzslabs nehmen, weil die sind immer ein bisschen fancier aus. Natürlich kann man auch hier unten das alles aus Quarz machen und so, aber muss nicht unbedingt sein. Den Boden hier unten drunter kann man ebenfalls noch mit Bricks machen. Unter den Fences können wir gerne setzen und vielleicht bei Gelegenheit. Unter die Hecke, wenn das einigermaßen symmetrisch ist. Ja, das wird sogar gehen. Glowstones. Die beleuchten das Ding auch bei Nacht. Da müsst ihr nicht immer hier sonst irgendwas machen. Dann mach mal den einen Potzel weg, ausnahmsweise, und setze mal einen Stonebrick hin. Auch wieder in der Mitte den Potzel weg. Setze mal. Äh, okay, Stonebrick. Äh, Glowstone hin und dann den Stonebrick der wieder davor. Und auch hier dasselbe. Wieder. Tada. Und dann hätten wir eine etwas beleuchtete Hecke mit einem vielleicht auch schönen Design. Gut zum Abgrenzen von Parkplätzen oder sowas. Wenn man will, uns dicht haben möchte, ich weiß nicht, wie das schön aussieht oder nicht, kann man das doch hier noch zumachen oder so. Aber ich habe es jetzt mal offen gelassen, damit das so ein bisschen getrennt ist. Aber zu müsste ebenfalls gehen. Und dann sieht das doch einigermaßen nice aus, denke ich mal. Kann ich ebenfalls noch zumachen. Und auf der anderen Seite ebenfalls noch machen. Irgendwie sowas jedenfalls. Daneben, rechts oder links, halt ein Tor, wo man dann rein kann. Abschließen letzten Endes vielleicht mit. Ja, sowas hier. Oder je nachdem. Kann man machen. Und dann ist hier ein abgeschlossener Sektor. Gut. Weiter geht's. Dann als nächstes ergänzen wir ein bisschen die Büroecke vom letzten Mal. Hier hatten wir eine Art Computer gemacht. Das ist der Tour. Da. Wie man die hinbekommt, das müsst ihr nachschauen. Da gibt es einen kleinen Trick. Und ja, eine Tasse Kaffee halt daneben. Und hier ist dann der Bildschirm in Anführungszeichen, wie das geht. Äh, ja, seht ihr da? Aber jetzt ergänzen wir das Ganze und machen einen Drucker. Der sieht verhältnismäßig, sage ich jetzt mal, eher einfach aus. Du brauchst einen weißen Banner und schiebst da ein Dings rein. Und wie ihr sehen könnt, alles, was oben rausguckt, das sieht aus wie ein Drucker, wo oben das Papier rausguckt. Und das war's auch schon. Und jetzt kann man letzten Endes ja dann hier so äh, zumachen. Tada. Einmal hier und da und da und da. Da war es fertig. Das einzige Problem ist halt nur, dass es hier ein bisschen dunkel wird. Aber kann ich gerade irgendwie nichts dran ändern. Wer weiß, wie das besser funktioniert mit Dynamic Lighting on-off. Kann man vielleicht mal kurz gucken. Smooth Lighting off. Äh, weiß ja, ob es irgendwie anders noch geht. Aber sollte trotzdem noch auch oh, nicht Minimum hier kommen. Maximum. So. Äh, soll das noch passen? Vorne vielleicht was, was rausgedruckt wird. Und ein Button oder irgendwas als Knopf oder was das Ganze darstellen soll. Kann man gerne mal machen. Vielleicht kann man irgendwie einen Ersatzpapierstapel hinbauen aufs Quarz oder so, hätte ich fast gedacht. Problem ist nur, der Papierstapel sieht genauso groß aus wie das Teil hier. Und das ist, könnte etwa suboptimal sein. Man kann es ja mit den klassischen Flowerpots pimpen. Dass man irgendwie hier noch eine Flower stellt sondern so eine Palme, die hier am Tisch drauf steht oder sowas, kriege ich vielleicht nicht ganz hin. Aber machen einfach mal ein schönes Blümchen rein. Einfach mal einen Baumsetzling und dann geht das auch. Und ja, da haben wir den Drucker dann letzten Endes gebaut. Und die letzte Sache für heute, also ich zähle das hier oben mal als zwei Sachen vom Anfang. Das Belüftung, das als generell Schornstein oder ähnliches und... Das als kleines Bonus extra. Die letzte Sache für heute ist folgende: Man kann Braustände auch anderweitig verwenden. Man kann sie etwas umfunktionieren zu stylischen Designerlampen oder Lavalampen mit ein bisschen Fantasie. Äh, dazu einfach einen kleinen Klotz auf den Boden hauen, den Braustand drauf, dann einen Glausen oben drauf setzen und man kann unschwer erkennen, dass es sich um eine Lampe handelt. Natürlich kann man hier oben jetzt noch. Entweder schwarz zu machen oder weiß. Ich würde sagen, weiß passt eher besser, weil die meisten Lava-Lampen haben hier oben so einen silbernen Deckel. Genauso wie unten an den Füßen, dass eher so ein bisschen silber ist. Und ja, so eine Art Röhre, so eine gelbliche Röhre, die nach oben geht, wo auch ein bisschen Rauchpartikel dann rauskommen oder ähnliches. Aber so als kleine, aber feine Designer-Lampe oder ähnliches kann man das doch gerne mal nehmen und auch platzieren. Und ja, ich dachte, das wäre keine schlechte Idee. Eigentlich. Passt dann hier so ein bisschen ganz gut in die Büroeinrichtung rein. Muss man gucken, dass das Holz hier unten gleich ist oder. Ja, da, da kann man ein bisschen rumexperimentieren, das geht schon. Also als längliche Zimmerlampe letzten Endes. Warum nicht? Kann man mal nehmen und damit haben wir heute doch auch schon wieder einiges hinbekommen. Auch wenn das nicht ganz weiß zu kriegen ist, man kann es ja sie erzählen, als ob das Papier leer wäre und wer einfach nur den grauen, schwarzen, was auch immer, diesen Halter hat, der das Papier hält. Aber ja, damit ähm, sind wir eigentlich auch schon durch von dieser kleinen Baufolge. Ich hoffe mal, ihr konntet davon eine Kleinigkeit mitnehmen. Es ist hilfreich für euch gewesen und ihr schafft es, eure eigenen Gebäude zu verbessern. Ich denke mal, die Sache mit dem, der Lampe oder dass ihr das kannst du in jedes Haus mit reinbauen, wenn du ein Wohnzimmer eigenes Zimmer irgendwie ausstattest, falls ihr einen Computer oder den PC habt mit der Tastatur. Also, wie gesagt, man könnte auch eine Slab nehmen. Dann kann man das auf jeden Fall ebenfalls dazu gebrauchen und das ist doch schon mal nicht schlecht. Okay, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video und dann werde ich mal wieder schauen, welche Bauideen ich ansonsten zusammenfriemeln kann. Es dauert immer so ein kleines bisschen äh, mit den Bauideen, weil äh, ja, muss man erstmal sammeln, erstmal draufkommen oder. Vielleicht wollen wir was ähnliches sehen und dann es irgendwie umsetzen und seinen eigenen Baustil verinnerlichen. Aber in der Zukunft, wenn ich Häuser bauen werde, dann werde ich auch natürlich die Sachen hier bedenken, die ich schon mal gemacht habe. Bis demnächst, das krachen und tschüss!